Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Ja, mein Name ist André Wolf. Ich arbeite für den Verein Mimikama. Das hatten wir eben schon. Der Verein Mimikama ist ein Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch mit dem Sitz in Wien. Wie man hört, ich bin Wiener. Nein, ich bin ein Zugereister, wie man so schön sagt in Österreich. Ich komme aus Norddeutschland und bin wegen Mimikama zu Mimikama gezogen. Also ich mache das hauptamtlich mit Thomas Wannmacher zusammen. Thomas Wannmacher ist der Gründer des Vereins. Der hat den Verein damals im Jahr 2011 gegründet. Und er hat den Verein nicht gegründet, weil er gesagt hat, okay, ich mache jetzt hier mal ein Hochglanzprojekt und ich mache was gegen Internetmissbrauch, sondern er ist schlichtweg auf eine kleine Internetfalle reingefallen, nämlich auf diese kleine Browsererweiterung. Er hat damals das Spiel Farmville gespielt. Das ist so ein Spiel, wo man Bauernhöfe baut, wo man sich Nachbarn sammelt und wo man mit diesen Nachbarn Goodies tauscht. Und dann gab es auf einmal diesen Hinweis, wenn du dir das installierst, bekommst du noch mehr Goodies und bist richtig gut in dem Spiel. Hat er gemacht, hat keine Goodies bekommen, sondern eine Abo-Falle von 4,99 € in der Woche und war stinksauer. Was hat er gemacht? Dieses Bild geteilt bei seinen Freunden, hat allen gesagt, Vorsicht, klickt das nicht an, dann kommt ihr in die Falle, und das hat funktioniert. Das hat sich in kürzester Zeit mehr als 5000 Mal verteilt, und daraufhin hat er gemerkt, hey, da geht was. Ich fange einfach jetzt an, nebenberuflich ja, Menschen vor Internetfallen zu bewahren. Und das hat funktioniert. Wir sind also jetzt mittlerweile 7 Jahre fast alt. Wir sind ansässig hier in Österreich, in Wien, haben aber ehrenamtliche Mitarbeiter in Deutschland, in der Schweiz und auch in den Niederlanden mittlerweile. Es gibt auch einen niederländischen Ableger. Und ja, da werden unsere Artikel halt auf Niederländisch übersetzt. Was wir machen, wir arbeiten anders als klassische, ja, ich sag mal, als Journalisten oder als andere Webseiten. Wir suchen nicht nach Themen, sondern wir haben irgendwann gesagt, zeigt uns die Probleme, die du gefunden hast. Also wir haben Anlaufstellen, verschiedene Formulare, wo man uns die Problemstellungen zusenden kann. Das ist einmal unser Meldeformular auf unserer Webseite. Da ist dann so ein großer roter Button, da steht dann Fake melden. Da kann man dann anklicken, da füllt man aus, welche Probleme man gefunden hat und nach Möglichkeit einen Link und ein Bild mit hinzufügen. Dann gibt es die Möglichkeit auf unseren Facebook-Seiten. Wir haben 2 große Facebook-Seiten. Die eine heißt zuerst denken, dann klicken. Die andere heißt Mimikama. Da kann man als Besucherbeitrag auch Fragen stellen. Hat auf der einen Seite den Vorteil, dass gruppendynamisch dort schon untereinander eine Antwort gegeben werden kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht anonym. Es kann halt jeder mitmachen. Muss man abwägen, was man lieber hat. Und als letztes, das wissen viele gar nicht, wir analysieren Spam, Trojaner und Viren. Das heißt, wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt spam@zdk.eu. Da schickt man einfach den Müll hin, den man per E-Mail selbst bekommt. Und wir gucken dann da rein. Und wenn das wirklich großflächig und viel ist und wir merken, aha, da ist eine neue Virenwelle, dann schreiben wir auch darüber. Wir sind den ganzen Tag auf Social Media unterwegs. Das kann toll sein für die einen. Die einen sagen, oh, den ganzen Tag nur Social Media, nur Facebook. Aber in Wirklichkeit ist das natürlich gruselig. Social Media ist natürlich mittlerweile bei uns allen angekommen. Nicht nur in Form von Facebook oder Twitter, sondern auch in Form von Messengern. Jeder von uns hat irgendwo einen Messenger installiert oder nutzt den auch. Und dadurch hat sich das Kommunikationsverhalten generell auch geändert in den letzten Jahren. Also wenn man so überlegt, früher hatte man ein ganz anderes Verhältnis zwischen Sendern und Empfänger. Als ich aufgewachsen bin, das ist mittlerweile ja auch schon 30, 40 Jahre her, gab es wenig Sender. Wir hatten, in Deutschland hatten wir ARD, ZDF und einen dritten. Ich glaube, hier in Österreich war es nicht anders. Es gab wenig Radiosender und der Journalismus hatte die Gatekeeper-Funktion noch inne. Sprich, Journalisten haben kontrolliert, was sie da bringen und haben dementsprechend auch sagen können, okay, das ist falsch, darüber berichten wir nicht, und haben das entscheiden können, was kommt. Auf der anderen Seite gab es viele Empfänger. Jeder von uns war Empfänger. Wir haben die Inhalte empfangen, gelesen und wir konnten nicht großartig darauf reagieren. Wir konnten zwar untereinander uns unterhalten, aber wir konnten kein Feedback zu dem Sender geben. Das hat sich aufgrund von Social Media natürlich jetzt verändert. Wir sind heute in der Situation, wo man sagt, wir haben viele Sender. Jeder von uns ist aufgrund von Internet und aufgrund von Social Media zum Sender geworden. Wir haben die Möglichkeit, eigene Inhalte zu senden, auch Videos. Die Produktionskosten sind so dermaßen niedrig geworden, dass jeder von uns schlichtweg senden kann. Das bedeutet natürlich, nicht jeder von uns ist Journalist oder hat einen neben sich sitzen. Das heißt, es kommt natürlich auch viel Unsinn, was gesendet wird. Viel, viel, ja, Unwahrheiten, viel, viel Falschmeldungen. Und es wird halt nicht mehr gefiltert. Man muss also selber für sich erlernen, wie man Inhalte filtert.
Was gleich geblieben ist zu früher, ist klar die Menge der Empfänger. Früher waren es viele Empfänger, heute auch. Aber wir haben da ein ganz tolles Instrument. Wir können jetzt direkt darauf reagieren. Und zwar in Form von Kommentaren in den sozialen Netzwerken. Oder wir können eine E-Mail direkt schicken. Früher, wer hat denn schon an den Intendanten einen Brief geschrieben? Das waren ja nur die wenigsten. Heute kann ich direkt antworten und eine Resonanz geben. Und das ist natürlich etwas ganz Tolles. Was bedeutet das für uns? Auch für uns alle, gerade in der Bildung. Wir müssen jetzt neue Wege gehen, es gibt neue Ziele und es sind auch neue Kommunikationsmöglichkeiten, die da sind. Die müssen wir erlernen, die müssen wir letztendlich auch in irgendeiner Form beherrschen können, zumindest verfolgen können und verstehen können, was dort passiert. Ich setze jetzt einmal mit unserer Arbeit bei Mimikama ziemlich weit vorne an. Es heißt immer, oder ich habe eben in diesem lustigen Interview auch die Frage gestellt gekriegt, hat sich was verändert im Laufe der Jahre? Ja, es hat sich natürlich was verändert. Als ich überlege, in der Anfangszeit von Mimikama, da hatten wir ganz harmlose Falschmeldungen. Harmlos in dem Sinne, das ist so eine typische aus dem Jahr 2011, Vorsicht, die HIV-infizierte Nadel in Kinosesseln. Also wenn du in diesem Fall warst, wenn du in Wien ins Kino gehst, bitte kontrollier erst vorher, ob da nicht eine HIV-infizierte Nadel im Sitz ist. Das waren so typische urbane Legenden, die wurden geteilt. Die waren übrigens sehr interessant, weil sie dynamisch waren. In dem Moment, wo ich den Ort ausgetauscht habe, habe aus Wien auf einmal Bielefeld gemacht, haben die Bielefelder Angst gehabt und die gleiche Falschmeldung in Bielefeld geteilt. Die Meldung selbst kam aus dem US-amerikanischen, wurde irgendwann mal auf Deutsch übersetzt, galt für jede große Stadt letztendlich, weil jede große Stadt kam mal daran vor und wurde geteilt. Diese HIV-infizierte Nadel hat es jedoch nie gegeben. Ein anderer Fake, der an den Schulen vor allem umherging, ist dieser Elternbrief einer Schule, wo davor gewarnt wird, dass angeblich mit Drogen bestückte Brausepulvertütchen an Schulhöfen geteilt werden. Ist ebenfalls eine Falschmeldung, die aus dem Englischen irgendwann mal ins Deutsche übersetzt wurde, wurde dann mal verschriftlich, und das ist sehr interessant, wurde mal ausgedruckt, auf Papier ausgedruckt. Und das ist immer so eine Stelle bei einer Falschmeldung, wenn die einmal auf Papier war, wirkt sie immer sehr echt. Das kommt häufig vor, dass Leute etwas ausdrucken, abfotografieren und wieder neu digitalisieren, um das Ganze authentischer zu machen. Das haben wir hier auch. Ursprünglich war das mal eine farbliche Grafik. Diese Pop-Walks, diese Brausepulvertütchen waren in bunt zu sehen, wurden dann auf schwarz-weiß ausgedruckt. Eine Schule aus Hamburg übrigens war es, die hat dann oben liebe Eltern der Klasse 5C drüber geschrieben und das wurde an der Schule verteilt und gewarnt. Eine sehr ähnliche Falschmeldung, die sich ganz lange gehalten hat und auch wieder mit diesen ja, Drogen und chemische Substanzen spielt, ist diese hier mit dem Brief, mit den angeblich chemisch behandelten CDs. Und wenn man diese CDs anfasst, dann wird man Atemwegsstörungen bekommen. Das Ding wurde über die Messenger verteilt, zu Tausenden verteilt und viele Menschen hatten dann dementsprechend Angst davor. Der ist vorletztes Jahr, im Jahr 2016, das erste Mal aufgetaucht, tauchte jetzt im Spätherbst 2017 wieder auf. Daran kann man erkennen, dass Falschmeldungen nicht sterben, sondern zwischendurch auch mal ruhen können und dann auf einmal wieder auftauchen wie eine Welle und überall verteilt werden. Ein Klassiker, den ich auch immer wieder gerne zeige, weil ursprünglich waren Falschmeldungen meist unpolitisch. Wir reden ja heute immer von Fake News und Politik und hier und da. Nein, das waren so diese Klassiker, die damals verteilt wurden und heute immer noch schleichend als Beiwerk sich verteilen. Das war die Meldung, dass die bulgarische und rumänische Organmafia durch bestimmte Orte fährt, mit einem weißen Lieferwagen Kinder fängt, diese Kinder nach Osteuropa bringt, dort ihnen die Organe entnimmt und dementsprechend auf dem Schwarzmarkt verteilt. Eine wunderbare Gruselgeschichte, die schon wieder so durchdacht ist, dass man sie für wahr halten kann. Also dieses Bild und der Text wird seit Jahren, im Sommer 2014 war das unheimlich viel, als das geteilt wurde, das wird seit Jahren schon verteilt und die Geschichte dahinter haben wir auch rausgefunden, die hat es tatsächlich gegeben. Und zwar war das ein Tatort aus dem Jahr 2011, der genau dieses Thema behandelt hat. Und daraus hat jemand eine urbane Legende gestrickt, die bis heute immer wieder verteilt wird. Also sehr interessant, dieser gesamte Tatort handelt genau davon, dass der Sohn eines Politikers entführt wird, ihm damit gedroht wird, dass die Organmafia ihm die Organe entnimmt und er soll da irgendwas machen. Eine Was-wäre-wenn-Geschichte, wie der Regisseur gesagt hat. Hier haben wir wieder was ganz Tolles, was einmal ausgedruckt war. Und wieder so ein Klassiker ist, der
ein sogenannter Saisonfake ist, weil er immer zu einer bestimmten Saison auftaucht, nämlich vornehmlich im Winter. Die Altkleidersammler fahren durch die Orte und klauen in Wirklichkeit Hunde und Katzen. Denn je nachdem, was für ein Korb man vor der Tür hat, ob rot oder blau, bedeutet das, aha, da gibt es eine Katze, aha, da gibt es einen Hund oder gelb ist ganz gefährlich. Das bedeutet, hier kann man gut einbrechen. Das Ganze ist natürlich Unsinn. Warum verschwinden viele Tiere im Winter? Weil es da kälter ist. Da kann es mal sein, dass sie irgendwie ja erfrieren und nicht mehr nach Hause kommen. Warum im Winter? Warum Altkleidersammler? Weil diese vornehmlich im Winter rumfahren und die Körbe vor die Häuser stellen. Also hier kommen Bauchgefühle zusammen, hier kommen Vermutungen zusammen und daraus wird eine Theorie entwickelt. Das ist ganz wichtig, so funktioniert ganz viele Falschmeldungen, dass Bauchgefühle zusammenkommen und sich daraus eben Theorien entwickelt und daraus ein neues Konstrukt hervorgeht, was eben glaubhaft ist. Dieses Teil war übrigens auch einmal auf Papier, hörte ursprünglich hier unten auf. Und dann kam ein ganz kluger Mensch und hat einen Stempel von der Polizei Quedlinburg darunter gemacht. Die Adresse, die da steht, ist korrekt, die Telefonnummer, die da steht, ist korrekt. Und die Kollegen bei der Polizei Quedlinburg ärgern sich immer über jeden, der anruft und müssen denen erklären, dass das Ganze eine Falschmeldung ist und sie nichts mit dem Brief zu tun haben. Auch etwas, um wirklich zu sagen, Falschmeldungen funktionieren da, wo ich Angst habe, wo ich ein Vermutungsgefühl habe und es nicht immer mit Politik zu tun haben muss. Das waren die Horrorclowns. Wir können uns noch wahrscheinlich alle an 2016 erinnern, an die Zeit um Halloween, als es heißt, Vorsicht, verkleidet euch bloß nicht als Clown, das könnte gefährlich sein. Oder wenn euch ein Clown entgegenkommt, der mit einem Messer in der Luft herumfuchtelt, das sind dann die berühmten Horrorclowns. Gesehen hat keiner diese Horrorclowns. Es gab, glaube ich, weltweit 5, 6 oder 7 Vorfälle, wo mal was war, die sogenannten Trittbrettfahrer, die aufgrund dieser Geschichte aktiv wurden. Aber wir haben innerhalb von 7 Tagen weit über 500 Falschmeldungen zu Horrorclowns gefunden. Und zwar kam nämlich zu dem Zeitpunkt interessanterweise eine Seite auf den Markt, die nennt sich 24 Aktuelles. 24 Aktuelles sagt zu seinen Nutzern, bitte erfinde eine Geschichte, die nach Möglichkeit lustig ist und wir bereiten daraus einen Quasi-Journalismusartikel. Also das heißt, wenn man das teilt, sieht das so aus, als sei es von einer Zeitung. Und da haben wir wirklich über 500 Falschmeldungen zu Horrorclowns gefunden. Den habe ich jetzt als letztes Beispiel für die große Übersicht an Fakes und Hoaxes mitgebracht. Das war im Jahr 2014 die erste von uns dokumentierte deutschsprachige Falschmeldung über Flüchtlinge. Wir haben damals noch nicht gewusst, was passieren wird und was da über uns generell auf uns zukommt. Damals hieß es, Ebola sei in Italien ausgebrochen und von Flüchtlingen eingeschleppt worden. Wir haben im Moment weiterhin ähnliche Meldungen, dass Krankheiten kommen angeblich und hier und da bewiesen war das nie so richtig. Ebola gab es nie deswegen in Italien, aber das war diese Falschmeldung, die war. Da wir damals sowieso immer Falschmeldungen behandelt haben, haben wir die natürlich auch behandelt. Wir haben einen Kollegen im Team, der ist Italiener, der hat beim italienischen Gesundheitsamt angerufen. Die haben gesagt, nö, wissen wir nichts. Keine Ahnung, was da erzählt wird in Deutschland. Wir haben das so geschrieben. Es war vielleicht ein bisschen naiv, aber okay. Und damit war für uns die Sache gegessen. Ja. Und was daraus geworden ist, sehen wir heute. Und wenn ja, das war irgendwie der Anfang einer großen Entwicklung letztendlich. Jetzt kommt natürlich vieles zusammen, dieses veränderte Sende-Empfänger-Verhältnis und dass jeder von uns auf Facebook etwas posten kann und keiner wirklich kontrolliert, ob das stimmt oder nicht stimmt. Also wir haben diese neuen Sender, was ihr eben gesagt hat, jeder von uns, sprich Privataccounts, aber es ist auch unheimlich einfach, eine Webseite, eine anonym betriebene Webseite vor allem zu betreiben. Man muss heute nicht mehr HTML können, um eine Webseite aufzubauen, sondern es gibt vorgefertigte Webseiten. Da lädt man sich ein sogenanntes Template und schon ist das Ding fertig. Und wenn das im Ausland gehostet ist, brauche ich noch nicht mal sagen, wer dahinter steckt. Das führt natürlich dazu, dass wir unheimlich viel Mist unterwegs haben. Dass Menschen ja falsche Texte in die Welt setzen, dass Menschen Bilder manipulieren. Das war ein sehr interessantes Bild vom Ostern 2016, also eine nette Geschichte. Wir waren eigentlich schon fertig, es war Freitagnachmittag, wollten gerade den PC ausmachen, da kriegte ich diese E-Mail. Kann das sein, dass Flüchtlinge jetzt mit Aufzügen über Tschechien nach Deutschland kommen? Und ich habe mir dieses Bild angeguckt, ich kann auch das auf der Seite zeigen, habe mir dieses Bild angeguckt und gesagt, oh, okay, da sitzen Menschen auf einem Zug und man macht schnell mal eine Bilderrückwärtssuche und findet dieses obere Bild
und sieht den Zug ohne Menschen und weiß, aha, okay, da hat jemand manipuliert. Der Zug steht wirklich so, wie er da ist in Tschechien, aber wo kommen denn jetzt die Menschen her? Und das ist dann so die Königsklasse, das rauszukriegen, wie diese Bilder zusammengesetzt werden. Da haben wir echt Glück gehabt, denn Fälscher nutzen gerne einen Trick bei Bildfälschung, sie spiegeln. Damit macht es dem in der Bilderrückwärtssuche schwieriger. Und genau das ist passiert. Das ist das Originalbild, dieses Train-Hopping in Indonesien. Man kann es an diesem Mann hier erkennen mit den türkisfarbenen Ärmeln. Der ist auf der anderen Seite auch, nur halt gespiegelt. Da hat jemand also die Menschen aus einem echten Bild aus Indonesien ausgeschnitten und auf einen Zug in Tschechien gesetzt und gesagt, hier in Europa kommen sie jetzt über Züge schon rein. Sehr interessant. Eine urbane Legende, die sich ganz langsam und schleichend entwickelt hat, entstand von dieser Seite, die sich Austrianetz nennt. Austrianetz war eine Webseite, die es zum Glück nicht mehr gibt, die einen riesen Unsinn geschrieben hat. Der war so hanebüchen, der Unsinn, dass man nur lachen konnte. So wie dies hier, dieses angebliche Plakat, was demnächst in Deutschland an Bushaltestellen aushängt und wo sich deutsche Frauen schon einmal dran gewöhnen können, was demnächst mit ihnen geschehen wird. Der ganze Artikel war Riesenbullshit. Wir haben eigentlich nur drüber lachen können. Und er ist in dem Sinne interessant, A, weil er bei der Recherche das erste Mal dazu geführt hat, dass ich während der Arbeit ein Porno gucken musste. Denn das ist ein Cover eines Pornos, was einfach so genommen wurde und gesagt wurde, das ist demnächst das Plakat. Und das andere ist die Folgegeschichte, die daraus gekommen ist. Also das war ein Fake, war ganz einfach zu erkennen. Die Folgegeschichte wiederum war dann nicht mehr als Fake so einfach zu erkennen, denn der gleiche Blog hat 3 Tage später die Geschichte geschrieben, dass an Köln-Bonner Flughafen des Nachts Tausende von Flüchtlingen mit Flugzeugen nach Deutschland gebracht werden. Diese Geschichte wiederum hat der Kopp Verlag in Deutschland aufgenommen. Der Kopp Verlag ist vielleicht einigen bekannt, das ist ein sehr verschwörungstheoretischer, rechtslastiger Verlag, der wirklich auch ziemlich viel Unsinn fabriziert. Und die haben das aber groß getreten, diese Geschichte, sodass keiner mehr gesehen hat, dass der kleine Lügenblock Austrianetz dahinter stand, sondern jeder dachte, der Kopp Verlag hätte es rausgekriegt. Daraufhin sind Fernsehsender auch damit angesprungen und haben das geguckt, sind also nachts viele an den Flughafen gefahren und haben Flugzeuge gezählt. Das ist kein Witz. Ich war dann im September beim Sat.1 Frühstücksfernsehen und habe dann da gesessen, morgens meinen Kaffee getrunken und dann kam der Programmleiter rein und sagte, ich muss gestehen, wir waren auch da. Ich habe mir gedacht, nein, weiter. Nein, die waren wirklich da und haben gezählt. Also die Geschichte war Unsinn. Eigentlich wäre die Geschichte auch vorbei gewesen, wenn sie nicht, wie es typisch für Falschmeldungen ist, auf einmal dynamisch geworden wäre und eine Folgegeschichte daraus entstanden wäre. Das war letzten Sommer. Afrikaner werden in Bussen klammheimlich nachts über den Brenner zu Tausenden nach Deutschland gebracht. Das war exakt 1:1 dieselbe Geschichte, nur dass das Wort Busse durch Flugzeuge durch das Wort Busse ersetzt wurde und auf einmal nicht mehr Köln-Bonn, sondern der Brenner es war. War natürlich auch nichts. Ein guter Freund von mir, der Journalist Lars Wienand, ist dann auch runtergefahren, hat einen Tankwart an der Grenze am Brenner interviewt und gefragt, und was weißt du darüber? Und er sagte natürlich ganz klar, hier fahren keine Busse nachts. Dazu gab es noch ein Beweisvideo, das habe ich heute aus Zeitgründen nicht mitgebracht, was zeigen sollte, doch, es sind ganz viele da. Das Video ist sehr interessant, da laufen wirklich Hunderte von Menschen, definitiv erkennbar afrikanischer Herkunft, durch eine Stadt. Und ein Mann erzählt dazu ganz viel. Diesen Mann versteht keiner, außer einer, den wir im Team hatten, nämlich der Schweizer Roman. Der hat gesagt, der spricht Schweizerdeutsch. Den kann ich genau verstehen. Darauf haben wir rausgekriegt, dass das Video aus Brück stammt und gar nicht vom Brenner, denn Brück ist 400 Kilometer westlich vom Brenner. Und dann haben wir mal in Brück angefragt, wieso laufen da so viele afrikanischstämmige Menschen rum? Ganz einfach, alle 2 Jahre findet da dort das eritreische Gemeindefest statt und da kommen alle Eritreer aus ganzer Schweiz rein. So, dieses Video wurde der Theorie angebunden und auf einmal klingt es plausibel. Zack, haben wir eine ganz neue urbane Legende und ursprünglich war diese gesamte Geschichte von diesem Lügenblock Austrianetz und ist dynamisch gewachsen. Kommen wir zu dem Begriff Fake News. Ich mag ihn ja nicht. Ich habe immer schon gesagt, ich mag ihn nicht. Wir haben seit Jahren bei Mimikama mit Begriffen wie Falschmeldung, Hoaxes, urbane Legenden. Urbane Legenden finde ich übrigens super gearbeitet. Aber dann kam Donald Trump und auf einmal hatten wir Fake News auf dem Tisch. Und jetzt geht's los. Man muss auf einmal anfangen zu gucken, was sind denn Fake News? Sind Fake News wirklich diese
Lügen sind wirklich jetzt Fake News, falsche Artikel von irgendwelchen Journalisten. Und dann haben wir gesagt, nein, und nicht nur wir, sondern auch ganz viele andere, das ist wirklich rausgekommen. Fake News letztendlich ist nicht einfach nur der Inhalt, sondern mehr auch der Verbreitungsweg. Fake News bedeutet, dass diese Falschmeldungen sich primär über Messenger und über soziale Netzwerke verbreiten. Das ist der Punkt, was sie zu allen anderen, was gerne mal als Fake News tituliert wird, abgrenzt. Die einen finden im Art von Hörensagen und Teilen und Weitertexten in sozialen Netzwerken statt. Das sind die Fake News und die anderen Falschmeldungen von mir aus und Enten. Das sind wirklich klassische andere, ja, Fehler. Wir wiederum unterscheiden bei Fake News nochmal in zwei große Kategorien, nämlich einmal die kommerziell betriebenen Fake News, die wirklich interessant anzuschauen sind, und dann die ideologisch motivierten Hybridfälschungen. Also ich zeige beide einmal ganz kurz. Die kommerziell betriebenen Fake News sehen aus wie eine echte Newsseite. Der Inhalt ist jedoch rein erfunden und ist pseudoredaktionell erstellt. Also man hat das Gefühl, man befindet sich auf wirklich einer großen Nachrichtenwebseite, optisch, auch inhaltlich. Und dieser Text führt dazu, dass in mir ein bestimmtes Verlangen zu einem Produkt, zu einer Dienstleistung aufgebaut wird und dass ich das dann anschließend auch in Anspruch nehme. Da ist er. Halt, falsch rum. Im Amerikanischen gibt es sie schon länger, diese typischen Fake News. Die sehen dann so aus, wenn man die auf Facebook teilt. Da haben wir dann so einen Trump, der angeblich gestorben ist und da liegt. Und wenn man das dann anklickt, haben wir eine Fake News Webseite, die nennt sich The New York Evening. Die hat nicht einen wahren Artikel, aber die hat ganz viele ganz tolle Überschriften. Und egal welche man anklickt, so groß Werbung über dem Bildschirm. Der Inhalt ist erstmal weg, man muss ihn da, ich habe so einen roten Pfeil genutzt, klein wegklicken und dann kommt ein Artikel, der meist nur aus einem Bild besteht oder aus irgendeinem unsinnigen Text zum Vorschein und man denkt sich, was war das jetzt? In Wirklichkeit ist schon alles geschehen, denn der, dem die Seite gehört, hat schon sein Geld verdient, indem die Werbung eingeblendet wurde. Gibt es auch auf Deutsch, aber nicht so häufig und wenn, dann haben wir es teilweise gar nicht bemerkt, weil die klug arbeiten. Zum einen gehen diese Leute, die deutschsprachige kommerzielle Fake News erstellen, los zu Facebook und sagen, hier, bewirb bitte meinen Artikel. Das heißt, die nehmen diese gesponserten Beiträge in Anspruch, die geben Facebook Geld, um Reichweite zu bekommen. So sieht das dann aus, das ist eine typische deutschsprachige kommerzielle Fake News. Man meint, es handelt sich um eine Fernsehsendung, man kennt die beiden Gesichter von ProSiebenTAF. Man, Eilmeldung steht drunter. Es sieht also komplett so aus, als ob ich mich auf einem Newsportal befinde. Wenn ich diese Seite anklicke, wird es noch deutlicher, ich bin angeblich beim Finanzblatt. Das Finanzblatt gibt es natürlich nicht, aber das merkt man auf den ersten Blick optisch nicht. Diese Seite hat nur einen Sinn. In diesem Text, der pseudoredaktionell erstellt wurde, sind knapp 100 Links eingebaut. Alle diese 100 Links, egal wo, egal was man da anklickt, ob oben auf aktuell oder auf der Seite, bei Top Stories oder sonst was, man wird immer zu einem Online-Casino weitergeleitet, denn von da hat dieser verrückte Millionär ja sein Geld her. Also, wenn dieser verrückte Millionär das kann, kann ich das ja auch. Das ist übrigens legal. Das nennt sich Affiliate, da kriegt man einen Code von diesem Online-Casino-Veranstalter, einen Werbecode, den baut man ein in seinen Link und jeder, der über diesen Link zu dieser Seite kommt und sich dort anmeldet, bringt mir Provisionen ein. Das sind kommerziell betriebene Fake News beispielsweise. Es gibt noch viele andere, da kann auch eine Abo-Falle hintergekoppelt sein. Das muss jetzt nicht so was Legales hier sein, sondern wirklich was Niederträchtiges, dass man halt in ein Abo landet und dann wird man durch eine Fake News hingeführt. Diese Falschmeldungen müssen letztendlich nicht politisch sein, sind aber gerne mal politisch, weil politisch mehr zieht und mehr Emotionen verursacht. Gegenüber diesen kommerziell betriebenen Fake News stehen natürlich die ideologisch motivierten Hybridfälschungen. Hybrid ist auch wieder so ein tolles Wort, was wir uns bei Mimikama ausgedacht haben. Hybrid gibt es bei Auto und so ähnlich muss man sich das beim Fake hier auch denken. Wir haben einen Teil, der ist wahr und einen Teil, der ist falsch, also haben wir einen Hybrid-Fake. Hybrid-Fakes sehen so aus, da hat am 11. Dezember die Facebook-Seite Made in Germany ein Video gepostet. Das Video ist echt, es ist kein Fake. Man sieht in dem Video, wie eine junge Frau von 5 anderen Personen ja angegangen wird, geschlagen wird, hinter diesen Betonpfeiler gezerrt wird. Falsch ist jedoch die Überschrift, wo steht Mädchen überfallen, begrapscht, geschlagen von muslimischen Migranten.
Nein, das ist falsch. Das Video stammt in Wirklichkeit aus Prag, wurde von einer Überwachungskamera der Polizei aufgezeichnet und es handelt sich um ein Drogendelikt. Also es hatte nichts mit irgendwas anderem, mit einem Mädchen in Österreich zu tun. Dieses Bild vom Dezember 2016 wurde dann anschließend im April 2017 nochmal von der britischen Party Britain First, Partei, genutzt. Das war eine Partei, die maßgeblich auch für den Brexit gestimmt hat. Die haben das gleiche Video nochmal gebracht, um zu zeigen, wie schlecht es doch in Europa aussieht und warum es so wichtig ist, aus Europa auszusteigen. Denn hier steht auch wieder, in arme Frau von Migranten in Österreich angegriffen. Das war dasselbe Video, derselbe Hybrid-Fake wurde wieder verteilt und ist in diesem Fall sogar noch gefährlicher geworden, weil Politiker ihn aufgegriffen haben. Dann wird es immer ganz gefährlich, wenn Behörden, Politiker oder andere wichtige Stellen Falschmeldungen aufgreifen. Dann wird es immer ja wirklich gefährlich. Ja, die meisten Sachen kommen an uns ran, weil einfach weil die Gatekeeper-Funktion, die früher durch Journalisten da war, heute nicht mehr gewährleistet ist. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass alles wahr ist, sondern müssen leider selber lernen, damit umzugehen, Falschmeldungen zu erkennen, ein Gefühl zu bekommen, wie Falschmeldungen überhaupt aussehen. Deswegen habe ich diese ganzen vielen kleinen Sachen mitgebracht, damit man sieht, mit welchen Methoden arbeiten die. Ja, da wird gefälscht, indem man verschiedene Inhalte zusammensetzt, da wird gefälscht, indem man etwas ausdruckt und wieder neu digitalisiert. Und letztendlich auch, da wird gefälscht oder gehetzt, indem Unsicherheiten ausgenutzt werden. Also es ist ein ganz großes Feld auch außerhalb von politischen Falschmeldungen, dass ja Gesundheits-, also medizinische Fakes oder generell gesellschaftliche Fakes im Umlauf sind, die wirklich einen kirre machen sollen. So wie diese Seite, die kann das ganz toll, die nennt sich News for Friends. Die schafft es jeden Tag, einen Bullshit in die Welt zu setzen und keiner setzt dem ein Ende. Ich weiß gar nicht, warum. Die Seite hat eine DE-Adresse, das heißt, die müsste theoretisch sogar eine legale Impressumsangabe haben, hat sie aber nicht. Trotzdem dürfen die weitermachen, weil die mit gefälschten Angaben sogar arbeiten. Die haben behauptet, Menschenfleisch wird in McDonald's-Fleischfabriken verarbeitet. Es geht sogar so weit, dass sie noch gefährlichere Sachen behaupten, zum Beispiel diese medizinischen Fakes. Die setzen Sachen in die Welt, die stimmen nicht. Und das kann natürlich mordsgefährlich sein. So wie in diesem Fall, wenn man sich darauf verlässt, dass Backpulver eine legitime Krebsbehandlung wäre, da läuft man mit auf dem Holzweg. Es gibt übrigens ganz, ganz viele andere medizinische Fakes, so Tipps, wie man einen Schlaganfall als erstes behandeln sollte, indem man nämlich mit einer Nadel in die Fingerkuppe oder ins Ohr stechen sollte. Leute, sowas ist gefährlich. Und das in Kettenbrief zu verteilen, das ist irre, irre lebensgefährlich letztendlich. Vor allem für den, der am Boden liegt und ich komme mit so einer Stecknadel an. Also diese Seite News for Friends ist wirklich ein großer Verbreiter von Falschmeldungen und nutzt wirklich auch Ängste in der Bevölkerung aus, um wirklich da ja, Falschmeldungen groß zu machen. Da ist das Impressum übrigens von News for Friends. Ich habe es mitgebracht. Da stehen keine Adressen drin, da steht auch nicht drin, wer es ist, sondern dass er wirklich auf alle letztendlich scheißt und sagt, das ist mir egal, ich schreibe das, was ich will, ob es jetzt stimmt oder nicht. Und du brauchst den anderen nicht glauben, sondern ich bin gut informiert und das muss dir reichen. So wird ja in dem Bereich gearbeitet. Bring auf das nächste Thema, weil es da auch dran kommt. Eurobashing ist ein ganz hochinteressantes Thema, was uns gerade mit politischen Hybridfälschungen immer wieder ereilt. Eurobashing bedeutet die bewusste Darstellung Europas und europäischer Staaten als schwach und als unfähig. Wir haben einen berühmten Eurobasher gehabt letztes Jahr, das war Donald Trump, als er behauptete, look what's happening last night in Sweden. Also er hat irgendwas gesagt, in Schweden wäre was passiert. Wir haben alle gelacht damals. Und haben gesagt, da war ja nichts. Aber letztendlich hat Donald Trump was gesehen. Ja, er hat was gesehen, nämlich Eurobashing. Die Medien, die er verfolgt und auch die wir oftmals sehen, also diese Alternativmedien, wie es heute so schön heißt, die betreiben ein massives Eurobashing und stellen wirklich ja, Europa ganz schlecht dar. Ein altes Beispiel ist hier aus dem Netzplanet die angeblich 75-jährige Schwedin, die von einem Migranten vergewaltigt und misshandelt wurde, gleich noch mit Beweisbild dabei. Freut mich immer sehr, wenn ein Beweisbild dabei ist, denn das kann man durch die Rückwärtssuche immer genau suchen, wo es in Wirklichkeit herkommt. In diesem Fall kommt es aus Südafrika, das Foto. Die Frau ist auch nicht 75, sondern 83 und sie wurde vor ihrer Haustür überfallen. Macht es nicht wirklich besser.
aber es hat nichts mit Schweden und Europa zu tun. Da hat jemand also bewusst ein falsches Bild in diesen Zusammenhang gesetzt. Noch mehr Euro-Bashing. Mittlerweile gehen sie durch Schweden, durch die Kirchen und holen die Jesus-Statuen raus und zerstören die auf öffentlicher Straße. Also Islamisierung pur mittlerweile in Schweden. Auch falsch, das Bild stammt aus Santiago de Chile. Es handelt sich um einen Studentenaufstand und die haben tatsächlich ja, die Kirchen geplündert in den Momenten. Euro-Bashing. Gar nicht so alt, die deutsche Seite Journalistenwatch, die AfD-nah ist und die auch von vielen deutschen AfD-Politikern immer wieder als ja, wahre Quelle angeführt wird, kann das auch ganz toll. In Schweden tobt jetzt der Bürgerkrieg und wann bei uns? Dann gibt es ein tolles Bild dazu. Wieder mal Bilderrückwärtssuche hilft. Das Bild stammt natürlich nicht aus Schweden, sondern stammt aus der Ukraine. Es ist aus dem Jahr 2014 und man hat es genommen, um einen Zusammenhang darzustellen, der so nicht existiert. Aber um zu framen, um also ein Bild in unseren Köpfen aufzubauen, das von Bürgerkrieg und von einem zerstörten Schweden spricht. Nein, Schweden hat keine bürgerkriegsähnlichen Zustände. Das, worauf sich dieser Artikel bezog, war übrigens ein Stadtteil in Stockholm, der einen hohen Migrantenanteil hat und wo es immer wieder zu Krawallen und Auseinandersetzungen kommt. Aber das hat nichts mit Bürgerkriegen zu tun. Wer jetzt sagt, das wäre Schweden, wäre weit weg. Nein, wir haben es auch in der Nähe. Das ist jetzt vom 19.09. gewesen, letzten September, als der Anna-Schuh-Blog, auch ein Blog mit nicht legitimem Impressum, behauptete, in Deutschland sei schon der Low-Tech-Dschihad ausgebrochen und nachts würden schon Autos von Dschihadisten auf der Straße zerstört werden. Die hat auch ganz tolle Fotos beigefügt, wie zum Beispiel in Kopenhagen schon die ersten Autos auf dem Dach liegen und zerstört wurden. Alles Unsinn. Alles Unsinn. Diese Fotos hat sie wiederum, oder er, wer auch immer das ist, weil das weiß man ja auch nie, geklaut. Das eine Foto zeigt wieder die Ukraine. Also man nimmt sehr gerne die Ukraine als Beispielbilder. Warum? Ausgerechnet Kiew. Ganz einfach, weil die Häuser, die Orte wirken noch europäisch. Man merkt also nicht gleich, dass man sich in Südamerika befindet oder so, sondern es wirkt noch europäisch und man meint, es ist dann doch hier. Und es ist natürlich zeitnah. Es sind keine Bilder, die weit weg sind, von lange her sind. Das andere Bild ist noch interessanter mit dem umgestürzten Käfer. Das ist eine Fotoreihe eines Fotografen, der mehrere Autos auf die Seite gelegt hat und in Form von Kunstprojekten schlichtweg fotografiert hat. Also keine Anschläge auf Autos. Aber diese, ich schalte noch mal einmal zurück. Es wurde in dem Blog sogar drunter geschrieben, Brandanschlag auf ein Auto in Kopenhagen. Letztendlich war es das Bild eines Künstlers. Auch Deutschland ist natürlich betroffen. Wieder die Partei Britain First, die Top-Politikerin von denen, die Jada Frensen, hat behauptet, in Deutschland würden muslimische Migranten jetzt Polizeiautos angreifen und auseinandernehmen. Und hat ein Video dazu gefügt. Wir sind jetzt wieder im Bereich des Hybrid-Fakes. Das Video ist nämlich echt. Das Video stammt wirklich aus Deutschland, es stammt aus dem Jahr 2011, als sich in Dortmund Neonazis und autonome Linke auf der Straße einen riesengroßen Krawall geliefert haben und ein Polizeiwagen dazwischen fuhr. Da haben die den Polizeiwagen natürlich auseinandergenommen, da braucht man nicht drüber reden. Aber diese Politikerin ist jetzt dahergegangen und hat gesagt, ha, nix Linke oder Rechte in Deutschland, es waren Migranten, muslimische Migranten, guckt euch das an, so schwach ist Europa schon. Gut, das Video habe ich jetzt nicht mit aus Zeitgründen, aber das ist das Originalvideo vom 3.9.2011 aus Dortmund und so sah es dann wirklich aus. Letztendlich ist Eurobashing etwas, was wir sehr häufig sehen, was wir gar nicht als das wahrnehmen. Wir sehen immer nur, dass das Europa schlecht gemacht wird, dass Staaten schlecht gemacht werden, dass gerade Staaten, die sich ja um Migration bemühen oder überhaupt ja, im Bereich von Asylbewerbern viel tun, dass die stark angegriffen werden. Und das haben wir ziemlich häufig. Und das Ziel dieses Eurobashings ist letztendlich, dass Europa destabilisiert wird. Wir haben was ganz Neues. Ich habe heute eben schon von der Ingrid gehört. Sie hat das auch schon angesprochen. Das finde ich gut. Dann seid ihr ein bisschen vorbereitet darauf. Wir haben ein anderes großes Problem und da sind auch die Medien mit dran schuld, die sogenannten Phantomdiskussionen. Das heißt, Phantomdiskussion bedeutet, es handelt sich um Themen, deren Gesprächsrelevanz eigentlich nur in Social Media stattfindet, aber in Wirklichkeit real gar nichts zu suchen hat. Eins der besten Beispiele ist die Blue Whale Challenge. Diese Blue Whale Challenge, ich weiß nicht, ob ihr damit auch zu tun hattet, in Deutschland hatten viele Schulen damit zu tun, die haben davor gewarnt, dass angeblich es gibt eine Challenge. Da muss man 50 Aufgaben ausführen und die letzte würde damit enden, dass man ja den Freitod wählt, also sich selbst umbringt.
haben viele Schulen vorgewarnt, haben Zeitungen vorgewarnt. Letztendlich hat es diese Blue Whale Challenge nicht gegeben. Also in ihrem Ursprung hat es die generell nicht gegeben, sondern es handelt sich um eine sogenannte Creepypasta, also ein Internet-Gruselgeschichte, die wirklich erfunden wurde, um das Gruseln zu lernen. Das Problem ist, dann kamen irgendwann die Ersten, die das aufgefasst haben, und da haben 130 Tote in Russland dazu gedichtet, 130 Kinder, die angeblich verstorben wären. Und dann hieß es ja, die sind aufgrund der Blue Whale Challenge, haben die sich das Leben genommen. Wurde nie bewiesen. Das hat überhaupt keinen Zusammenhang gehabt, aber das wurde dann auf einmal zusammengepackt. Im nächsten Moment, weil die Geschichte dann durch die Medien ging und viele darüber gesprochen haben, hat es auf einmal Trittbrettfahrer gegeben, die gesagt haben, die App gibt es ja gar nicht, ich programmiere mal ganz schnell eine. Die hatte zwar überhaupt gar keine Challenges in dem Sinne, sie hieß einfach nur Blue Whale Challenge. Und dann hat man auf einmal im Webstore bei Google eine Blue Whale Challenge gefunden und dementsprechend gab es Trittbrettfahrer. Und dann hat sich diese ganze Geschichte aufgrund der Medienberichte, aufgrund der Warnungen auf einmal manifestiert. Letztendlich muss man dazu sagen, es gab nie einen Toten, es gab nie eine flächendeckend funktionierende Blue Whale Challenge. Wenn es überhaupt eine gab, so hat sie nie jemand gesehen. Aber vorgewarnt haben alle. Ich habe vorgegriffen, jo. Und jetzt kommen wir zur großen Geschichte des letzten Herbstes, die wirklich ganz lange gebraucht hat, um heranzureifen. Das St. Martins-Dilemma. Ich liebe die Geschichte. Es war im Jahr 2013, als es einen Zeitungsartikel eines Kindergartens in Bad Homburg gab, wo sich Eltern empört haben, dass im Kindergarten in Bad Homburg St. Martin nicht St. Martin, sondern Sonne, Mond und Sternefest genannt wird. Die Kinder kamen nach Hause und haben gesagt, Mama, wir haben heute Sonne, Mond und Sternefest gefeiert. Ja, warum? Weil jedes Jahr haben die Erzieherin eine Suppe mit Sonne, Mond und Sterne, diese kleinen Teigsterne, zu St. Martin den Kindern gegeben und die Kinder konnten mit St. Martin nichts anfangen, aber sie haben gewusst, aha, es gibt wieder Sonne, Mond und Sternesuppe, also war es das Sonne, Mond und Sternefest. Die Kita hat natürlich St. Martin gefeiert, hat dann anschließend auch große Presseberichte rausgeben müssen, dass es St. Martin ist und bleibt und war und so weiter und das Ganze war vom Tisch. Gleichzeitig hat im Jahr 2013 ein linken Politiker aus Münster in Nordrhein-Westfalen gesagt, es wäre doch gut, wenn man generell an allen öffentlichen Einrichtungen kirchliche Feste, also auch St. Martin, nicht mehr feiern würde. Da hat er sogar von seinen eigenen Parteikollegen einen auf die Nase gekriegt, sowas kann man schlechtweg nicht fordern. Also war das Ganze weg, aus. Es gab niemals die Idee, St. Martin überhaupt ausfallen zu lassen. Und dann kam 2015 das sogenannte Bullshit-Triple auf den Markt, was dann ganz laut sagte, ich gehe mit meinen Kindern zum St. Martinsfest Umzug und nicht zum Sonne, Mond und Sternefest. Ich feiere Weihnachten und nicht Jahresendparty und so weiter. Und ich habe auch Adventsbeleuchtung, nicht Winterbeleuchtung und so. Und das ist alles falsche Toleranz und Rücksichtnahme, die nicht sein muss und hier und da. Das ist alles Unsinn. Niemand hat vorgehabt, überhaupt irgendwas umzubenennen, sondern es war einfach diese Gefühlslage, die sich ganz langsam aufgebaut hat und dazu geführt hat, dass Menschen meinen, dass man das tun muss. Niemand hat vorgehabt, Weihnachten in Jahresendfeier umzubenennen. Im Gegenteil, dieses Jahresendfeier ist ein Wort, was damals spaßeshalber im Ostdeutschen, als die DDR noch existierte, genutzt wurde, so als Satirebegriff, weil die DDR ja immer versucht hat, alles zu säkularisieren. Dann hat man aus Spaß aus Weihnachten Jahresendfeier und sowas alles gemacht. Der Engel war eine Jahresendfigur. In Wirklichkeit war das aber keine echte Forderung. Das geht noch weiter. Das war vor 2 Jahren, diese Bullshit-Bilder, die verteilt wurden. Ein Jahr später hieß es auf einmal, oh Gott, in Deutschland werden jetzt schon Laternenfeste gefeiert. Also sprich, man ist hingegangen und hat gesagt, die feiern ja gar keinen St. Martin mehr, sondern das Laternenfest. Ja, das stimmt. Das feiert man in Deutschland nicht erst seit 3 Jahren, sondern seit bestimmt 400 Jahren. Martin Luther ist schuld. Ich bin Protestant, ich weiß, wovon ich rede. Wir haben keine Heiligenverehrung, für bei mir gibt es keinen St. Martin. Aber wir feiern ja trotzdem was zu der Zeit. Also müssen wir ja irgendwas feiern, ohne Heiligen zu verehren. Also feiern wir das Laternenfest. Jede evangelische Gemeinde in Deutschland, und das sind viele, je nördlicher man kommt, umso mehr, feiert natürlich Laternenfest. Und das ist exakt letztendlich dasselbe wie St. Martin, nur ohne St. Martin. Mittlerweile vermischt sich das, weil man wohnt nicht mehr so homogen, wie es früher der Fall war, sondern die Kulturgrenzen sind auch aufgebrochen und es gibt viele katholische und evangelische Gemeinden gemischt. Und da kommt dann auch ein St. Martin zu einem evangelischen Kindergarten und es ist völlig problemfrei letztendlich. Aber man muss sich jetzt vorstellen, da schreibt jemand wirklich auf Facebook,
Hurra, ich freue mich, heute Abend ist Laternenfest. Ein Norddeutscher, sage ich jetzt mal, und ein Kärntner liest das und sagt sich, ja, der Deppert, jetzt hat er keinen St. Martin mehr. Sie haben St. Martin abgeschafft. So schnell sind Missverständnisse. Ich muss auch mal auf die Uhr gucken. Ja, ich habe noch 20 Minuten. Das geht sich aus. Das kriegen wir hin. Diese St. Martins-Diskussion, diese Phantom-Diskussion, jetzt kommt der gefährliche Punkt an der ganzen Geschichte. In dem Moment, wo ein Thema, was eigentlich nur in Social Media eine Relevanz hat, was nur aus Gefühlen besteht und gar nichts mehr mit Fakten zu tun hat, von Medien, von Printmedien aufgegriffen wird, wird es gefährlich. Der Fokus, der ja gerne mal erst schreibt und dann denkt, hat dann eine Umfrage gemacht, soll St. Martin abgeschafft werden. Warum? Es steht nicht im Raum, es ist irrelevant. Die hätten auch die Umfrage starten können, soll der Himmel anstatt blau demnächst grün sein? Es ist irrelevant, weil es nicht im Raum steht. Aber mit genau sowas macht man Feuer und damit macht man eine Phantomdiskussion heiß. Und ihr merkt schon, wo es jetzt gerade hingeht. Es ist ja nicht nur St. Martin, was angeblich abgeschafft werden sollte, sondern auch Weihnachtsmärkte, die jetzt umbenannt werden. Es ist tatsächlich so, dass der Lichtermarkt Elmshorn in diesem Jahr einen Shitstorm abbekommen hat, weil er islamisiert wurde angeblich. Er heißt nicht mehr Weihnachtsmarkt, sondern Lichtermarkt. Das Ding heißt schon seit über 10 Jahren Lichtermarkt, weil die Bevölkerung das so wollte, weil er so ein bisschen attraktiver gestaltet war. Gleichzeitig wurde das Motiv des Engelchens so dermaßen rassistisch angegangen, dass es einem schlecht werden konnte. Aber es gibt noch eine gesteigerte Version, denn angeblich wird ja in Österreich oder generell der Nikolaus abgeschafft, dazu den Fake, die Jahresendfigur, was ich eben schon gesagt habe. Das ist ein Bild-Fake. Das Bild, wir haben auch mit Lind gesprochen, es heißt weiterhin Weihnachtsmann, das Ding. Da steht nicht Jahresendfigur, da ist jemand hergegangen und hat einfach sich nur einen Spaß rausgemacht. Und all dieses zusammen führt dazu, dass Menschen wirklich davon ausgehen, dass wir unsere christlichen Werte verlieren. Und dann kommt sowas in die Zeitung, im Bezirksblatt Hollerbrunn. Natürlich stirbt der Nicolo nicht, der wird weiterhin kommen. Niemand hat vor, irgendwelche Traditionen, irgendwelche Wurzeln wegzunehmen. Es bleibt alles, wie es ist. Das sind alles Themen von Menschen, die in sozialen Netzwerken untereinander ihre Ängste austauschen. Weil niemand hat vor, irgendwas abzuschaffen. Daraus entstehen Missverständnisse. Und diese Missverständnisse werden dann irgendwann gesellschaftlich relevant. Und dann haben wir wirklich ein Problem, wenn aus Falschmeldungen, aus Social-Media-Themen auf einmal echte politische Themen werden, wird es problematisch letztendlich. Gesagt, das geht sich heute aus, auch mit Fragerunde. Ich habe tatsächlich Gas gemacht. zum Abschluss. Wunderbar. Ich wollte das eigentlich gar nicht mitbringen, aber seit gestern haben wir exakt zu diesem Bild wieder ohne Ende Anfragen bei Mimikama. Das ist jetzt etwas über ein Jahr her. Da hat ein sogenannter Mosel-Kurier diesen Tweet veröffentlicht und hat gesagt, das ist eine Grünen-Politikerin und die würde einen Mörder in Schutz nehmen. So, jetzt spielen wir mal alle so ein bisschen Mimikama. Woran erkennt man anhand dieses Teasers, dass das ganze Ding, so wie es da steht, eine Fälschung ist? Schon irgendjemand eine Idee, was man da machen könnte? Einfach rufen. Vergewaltigt der Studentin. Ach so. Vergewaltigt der Studentin. Na, da steht noch was drüber. Das ist der Teaser, der hört da auf. Das Bild ist etwas länger. Ich gebe mal schon mal was vor. Das eine ist zu der Zeit als, oder machen wir es mal Sie. Die Bilderrückwärtssuche hätte in diesem Fall gezeigt, diese Frau existiert nicht. Da kommt ein sogenanntes Stockfoto als Ergebnis raus. Also diese Frau kann mich morgen genauso in einem Zahnarztmagazin anlächeln. Das sind Fotos, die kann man kaufen und überall reinsetzen. Das nächste wäre natürlich, wenn man merkt, oh, das Foto ist falsch, dann googeln wir mal einfach den Namen. Die gute Petra Klamm-Rothberger. Da bekommt man kein Ergebnis, also zumindest kein echtes Ergebnis und überhaupt nichts, was mit den Grünen zu tun hat. Das heißt, der Name ist auch erfunden. Und jetzt kommt das Deutlichste, der letztendlich Beweis, dass dieser Tweet nie existiert hat. Wir reden vom Jahr Ende 2016, Anfang 2017. Damals hat Twitter nur 140 Zeichen gehabt. Der Text hat 161 Zeichen. Er kann so nie existiert sein. Er muss eine Fälschung sein.
Daraufhin haben wir uns den Moselkurier mal genauer angeschaut. Und der Moselkurier hat Überschriften rausgehauen, da haben wir uns nur gedacht, das gibt's ja gar nicht. Der Moselkurier hat eine unsinnige, völlig frei erfundene Meldung nach der anderen rausgehauen, aber so übertrieben, dass man merken musste, dass es falsch war. So, und jetzt, ihr seid bereit für das Video? Der Moselkurier, wir sind dann über ein Video gestoßen, was den Moselkurier erklärt. Und da haben wir uns natürlich in die Ecke gesetzt. Es war großartig, als wir dieses Video dann bei unserer Recherche zum Hintergrund, wer hinter Moselkurier steckt, gefunden haben und dann, ich glaube, ich habe 5 Minuten gebraucht, um das überhaupt in Worte fassen zu können. Das Ding war nicht nur ein Fake, es war ein Fake-Fake. Denn letztendlich, in Deutschland hätte man jetzt noch ein paar andere Kleinigkeiten gehabt, dieses BBB-Lokalschau, es gibt die RBB, Radio Berlin-Brandenburg-Lokalschau. Dieses ganze Ding, wir haben dann über das Impressum der Seite und über einen Fake-Namen herausgefunden, wer dahinter steckte, das Bohemian Browser Ballet. Das ist eine Einrichtung, die für die Bundeszentrale für politische Bildung, für ARD und ZDF arbeitet und die niederschwellige bildungspolitische Inhalte macht. Und die haben den Moselkurier absichtlich als Undercover-Projekt ins Rennen geschickt, um zu zeigen, wie Fake-News-Portale arbeiten, mit welchen Mitteln die arbeiten und dass viele davon einfach nur aus sind, Geld zu verdienen und dass dem Politik egal ist. Mittlerweile sind wir mit dem BBB gut befreundet. Wir starten auch dieses Jahr eine Kampagne mit denen zusammen zum Thema Verschwörungstheorien, da freue ich mich schon drauf. Das Problem an dem Moselkurier ist, wenn du einen Inhalt aus dem Netz dann entfernst, er ist aufgeklärt und denkst, es ist fertig, es gibt immer irgendjemanden, der hat einen Screenshot daraus gemacht und das weiter bearbeitet. Seit 3 Tagen geht dieser Screenshot mittlerweile durch die sozialen Netzwerke, wo eine Seite, die nennt sich Halle Leaks, das für echt angenommen hat und jetzt tatsächlich ein eigenes Sharepick daraus gebastelt hat und gesagt hat, hier, guckt mal, die Grünen nehmen wirklich jetzt ja, diesen Mörder in Schutz. Also das heißt, dieses Bild ist jetzt abgekoppelt vom damaligen eigentlichen Zusammenhang und geht jetzt als Fake durchs Netz. Also da wird es dann gefährlich. Ich habe eben im Vorgespräch, wir waren das, wir haben egal gehört, es gab noch Probleme zur Bilderrückwärtssuche, dass einige noch die Bilderrückwärtssuche gerne erklärt bekommen hätten. Ich habe sie glücklicherweise auch dabei, nicht nur Ingrid hat sie dabei, ich auch. Und zack, 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 zack. Ich würde einfach mal sagen, ich nutze die letzten 10 Minuten, um eine Übersicht zur Bilderrückwärtssuche und zu geben und wie man am besten damit umgehen kann. Also tatsächlich, die Bilderrückwärtssuche ist so eins der wichtigsten Mittel, die wir auch bei der Arbeit nutzen. Neben der normalen Suchmaschinensuche, also Quellenanalyse, suchen wir auch nach der Herkunft von Bildern. Dazu ist es wichtig, dass man auch bestimmte Hilfsmittel installiert hat. Das beginnt damit, dass man ein Screenshot-Programm installiert haben sollte. Wir benutzen in diesem Fall Greenshot, weil Greenshot hat so ein paar ganz tolle Gimmicks neben den normalen Screenshot-Methoden. Also man kann Bildschirmbereiche auswählen, man kann Pfeile hereinmachen, was für die Erstellung von Unterrichtsmaterialien wahrscheinlich toll ist, weil man bestimmte Sachen einkreisen oder mit Pfeilen markieren kann und dann unterstreichen kann. Greenshot hat ein einfaches deutsches Menü, Greenshot ist umsonst und Greenshot hat auch keine Werbung. Ich will jetzt nicht dieses Programm unbedingt, dass ihr das alle installieren müsst. Es gibt natürlich noch andere. Es gibt das Snipping Tool Plus, es gibt Fraps. Windows hat auch das sogenannte Snipping Tool dabei und der Browser Opower hat auch sein eigenes Screenshot Tool. Aber Greenshot ist einfach, ja, super. So sieht das dann zum Beispiel aus, wenn man das in Greenshot einstellt, dass man sagt, ich möchte, dass man nur einen bestimmten Bildschirmbereich aufnimmt. Dann zieht man das Fensterchen mit gedrückter Maustaste quer über den Bildschirm. Das ist ziemlich einfach und dann sucht man sich genau den Bereich aus, den man aufgenommen haben möchte. Also normalerweise macht man ja Screenshots vom ganzen Bildschirm. Greenshot suche ich mir aus, was ich haben möchte. Dann kommt natürlich das Dialogfensterchen. Was möchte ich mit meinem ausgewählten Fenster jetzt machen? Und da gibt es natürlich eine
große Menge von Auswahlmöglichkeiten. Da muss man gucken, was man gerade haben möchte, ob man es direkt speichert, ob man es in die Zwischenablage setzen möchte, um es direkt nochmal anschließend woanders zu verwenden, ob man das direkt in einer Datei machen möchte, wenn man zum Beispiel direkt sowieso mit Word arbeitet, wo man irgendein Material erstellt, kann man den Screenshot direkt da rein importieren. Wir machen das gerne, dass wir das im Greenshot-Editor bearbeiten, denn da kann man hier, so wie hier, so lustig rote Pfeile dann reinzaubern in den Screenshot. Und dann geht's los. Man muss dazu sagen, die meistgenutzte Suchmaschine ist und bleibt Google. Ganz klar, mit weit, weit über 90%. Alle anderen könnte ich jetzt erklären, wäre aber fast irrelevant, da sowieso alle Google nutzen. Also machen wir es uns einfach und zeigen, wie es geht anhand von Google. Man kann entweder die Bilderrückwärtssuche über die Adresse google.at.imagehp aufrufen oder wenn man Google aufhat, steht oben rechts der Begriff Bilder. Wenn man den anklickt, gibt es ein leicht verändertes Suchfeld, wo eine kleine Kamera, ein kleines Kamerasymbol zu sehen ist. Das ist in diesem Fall wichtig. Wenn man dieses Kamerasymbol anklickt, bekommt man die Frage, ob man ein Bild suchen möchte, indem man die Bildadresse einfügt oder sein eigenes Bild, was man auf der Festplatte hat oder soeben mit Screenshot erstellt hat, hochladen möchte. Deswegen das Screenshot-Tool, denn wenn ich nach einem Bild suche, dann muss ich das natürlich schon auch nach Möglichkeit bereit haben. Also ich habe gerade mit Screenshot mein Bild abgespeichert auf der Festplatte, habe jetzt die Google-Bildersuche aufgemacht und drücke auf Bild hochladen. Jetzt geht es natürlich los. Jetzt rennen die drei Leute von Google los durchs Internet und holen mir Ergebnisse. Achso, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Stopp, so schnell sind wir noch nicht. Also es gibt einmal die Möglichkeit, ich füge dieses Bild, wie eben gezeigt, aus der Zwischenablage ein, dass ich halt sage, Bild einfügen und dann Steuerung einfügen. Dann gibt es die Möglichkeit, ich kann das Bild in dieses Suchfeld per Drag and Drop ziehen. Das ist natürlich die komplizierteste aller Varianten. Es würde bedeuten, ich habe ein zweites Fenster auf, wo ein Bild ist. Dieses Bild klicke ich an, ziehe es rüber in das andere Fenster, in das Suchfeld. Kann man machen, funktioniert technisch, rate ich von ab, weil es nervt. Oder halt eben das mit Greenshot gespeicherte temporäre Bild hier hochladen. Und es gibt noch eine allerletzte Möglichkeit, ein Bild bei Google in die Suche reinzuspeisen, indem ich direkt den Browser Chrome benutze. Das ist auch keine Werbung, das zeigt einfach nur, wie einfach es ist. Denn wenn ich auf ein Bild klicke, rechte Maustaste auf ein Bild und ich nutze Chrome, steht da mit Google nach Bild suchen. Also einfacher geht es jetzt schon gar nicht mehr. Da kann ich mir nämlich letztendlich alles sparen und wirklich nur rechte Maustaste mit Google nach Bild suchen. Wie gesagt, es gibt auch noch andere Suchmaschinen. Wir suchen auch über die russische Suchmaschine Yandex aus dem ganz einfachen Grund. Google hat nicht alle Bilder im Suchkatalog. Und Yandex als russische Suchmaschine hat andere Bilder als Google im Suchkatalog. Wie zum Beispiel das mit dieser, ihr erinnert euch noch, diese Frau auf dem Plakat, angeblich am Bushaltestellen, findet man bei Google nicht. Findet man schlichtweg gar nicht. Aber auf Yandex, da hat man das Porno-Cover dann gefunden. Also das hat funktioniert. So, und dann geht es natürlich los. Wir müssen jetzt das, was wir von Google als Ergebnis bekommen, auch bewerten. Und das ist das eigentlich Schwierige an dem Ganzen. Das technisch dahin zu kommen, da kann man nichts kaputt machen. Da rate ich immer nur, probiert's aus, spielt mit rum, wo kommt ihr am besten mit klar? Der Nächste sagt hier, der Wolf hat Unsinn erzählt, ich komme mit Drag and Drop viel besser klar, ist das Beste überhaupt. Das ist euch überlassen. Technisch funktioniert das alles, wie auch immer. Hauptsache, ihr kriegt ein Bild bei Google hochgeladen. Und dann kommt der Punkt, der wirklich so ein bisschen, ja, Recherche und auch das so ein bisschen Wissen fordert. Also ich muss die Ergebnisse filtern. Ich muss einmal die Google-Filter einsetzen. Das heißt, ich sortiere beispielsweise nach Erscheinungsdatum, ich sortiere nach Größe. Warum nach Größe? Ganz einfach, je größer ein Bild ist, desto ursprünglicher ist es. Das heißt, wenn ich nur so ein kleines 320x240 Pixel-Foto habe und habe ein zweites Suchergebnis mit 1800x1400, weiß ich, dass das 1800x1400 definitiv ursprünglicher ist als die verkleinertere Version. Denn der Weg ist immer, dass eine Qualität schlechter wird und nicht besser. Dann muss ich gucken, wer hat das gepostet? Ist es tatsächlich eine seriöse Stelle, die das Bild gepostet hat oder irgendeine Funpic-Seite oder irgendein anonymer Blog, der das vielleicht selbst nur geklaut hat? Ich muss natürlich dann auch gucken bei Sekundärquellen, wenn es darum geht, wie thematisch liegt dieses Bild, hat jemand noch über diese Situation geschrieben und bestätigt vielleicht überhaupt den Inhalt des Bildes?
Dann bei Bildern, das macht Google mittlerweile auch gerne, dass andere Bildausschnitte gezeigt werden, also größerer Bildausschnitt, kleinerer Bildausschnitt. Hier kann man sich beispielsweise auch merken, je größer der Bildausschnitt, desto ursprünglicher ist es. Logisch, wenn ich ein Bild von einer Haustür habe und ein Bild von dem ganzen Haus, weiß ich, dass das Bild von dem ganzen Haus das ursprüngliche ist und die Haustür lediglich nur daraus rausgeschnitten wurde in dem Sinne. Und natürlich, wie eben schon gesagt, die Auflösung ist wichtig. Hierzu gibt es, ja, das steht bei Google immer schon mit bei und man kann auch in den Filtern dann oben filtern nach Größe und dann kann man sagen, okay, suche mir erstmal nur nach groß. Wenn es da nicht gibt, sagt man, okay, suche mir nur nach mittel. Also in der Qualität schachtelweise runtergehen, bis man sein gewünschtes Ergebnis gefunden hat. Ganz wichtig, der wichtigste Filter wahrscheinlich überhaupt ist der Zeitfilter, dass ich im Schachtelprinzip nach der ältesten findbaren Stelle suche. Das heißt, ich starte nicht nur einmal eine Suche, sondern ich muss sie mehrfach starten und immer wieder den Filter einhängen. Wenn man die Suche hat, dann kommen ja ganz viele Suchergebnisse. Hier oben steht Google und das Suchfenster und dann darunter steht dann direkt alle News und so weiter. Und darunter steht nochmal eine kleine Leiste mit dem Begriff Tools. Das sind dann die Filter und da kann man dann die Feinfilter einsetzen. Also dort sortiert man wirklich nach Alter, nach Größe, nach Herkunftsland kann man da sortieren. Und diese Filter sind ziemlich wichtig, um wirklich am Ende nur die Ergebnisse rauszubekommen, die wirklich die ursprünglichsten sind. Gerade wenn es viele falsche Ergebnisse schon gibt. Ja, dann würde ich sagen, wir hatten das so ausgemacht, da ich keine Fragen schaffen werde in der Zeit und jetzt tatsächlich eine Punktlandung hingekriegt habe. Wer Fragen hat, darf in der Kaffeepause gerne zu mir kommen. Alles, was geht, beantworte ich. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle und schicke euch in die Kaffeepause.